wünsche ich dir. Ewige Liebe. Das wünsche ich mir. Ewige Liebe. Nur für mein Herz. Oder nur mit zwei. Was? Wie? Keine Ahnung. Das wünsche ich dir. Ewige Liebe. Das wünsche ich mir. Glaubst du an die ewige Liebe? Ja, ewig ist halt ein Riesenwort. Ja, kannst schon gehen, ja. Ja, doch, eigentlich schon. Doch, denke ich schon, ja. Ich denke, es gibt schon, dass sich zwei Leute finden und das passt, und zwar für immer. Nein, nicht wirklich. Und wieso nicht? Oh, ich glaube, so aus meiner, also mit dem, was ich erlebt habe. So. Also meine Eltern sind getrennt und ja, glaube ich nicht wirklich dran. Es kommt darauf an, also wenn ich meine Eltern und meine Grosseltern anschaue, ja. Aber wenn ich so ein bisschen mein Umfeld anschaue, nein. Ewige Liebe, ja, aber jetzt nicht im klassischen Sinn Mann und Frau monogam. Also ich meine, Liebe kann auch freundschaftlich sein oder Liebe zum Kind oder so. Ich denke einfach, es gibt sicher eine Liebe, die wo für immer bestimmt ist. So. Aber die ewig hebt, das ist eben, es ist so. Ist so gross, so ein bisschen undefiniert. Aber so wirklich einen Partner für immer zu haben, ich glaube, das ist schon ein bisschen utopisch. Ach, ich weiß nicht. Ich fände es irgendwie anmaßend, dass sowas ewig ist. Ja, es ist einfach mal ein schöner Gedanke, dass man das Gefühl hat, irgendwann mal die Richtung oder der Richtige gefunden zu haben. Und ja, wieso nicht? Daran glauben dürfen wir doch.